Wir machen jetzt weiter in der zweiten Spielhälfte. Und zwar geht es jetzt darum, dass die Fondsmanager den Clubpräsidenten treffen. Und wir hoffen hier auf eine wirklich sehr spannende Auseinandersetzung und Erforschung, wie heute Morgen schon erwähnt, der Parallelen zwischen der Führung einer Fußballmannschaft und der Führung eines Pensionskassenteams, der Etablierung einer langfristigen Anlagestrategie. Ich übergebe das Wort gerne an Jürg Schiller. Jürg Schiller ist einer der ersten CFA-Charterholder in der Schweiz und natürlich auch Mitglied hier bei unserer freiwilligen Gruppe, die sich für diese Pensionskassenkonferenz schon lange engagiert hat und schon seit der ersten dabei. Jürg, das Wort ist dir. Kann man Dialekt reden? Dann ist es ein bisschen einfacher für Fußball. Oder wenn wir Hochdeutsch reden? Ja, hat Schriftdeutsch. Schriftdeutsch. Schriftdeutsch, schade, sehr schade. Aber nun, Fußball begeistert wieder und das ist ja schön. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft feiert wieder Erfolge. Olympiateilnahme seit Jahrzehnten und der FC Basel beinahe in der Halbfinalqualifikation der Champions League. Also wir haben wieder Erfolge vorzuweisen im Fußball. Und das ist natürlich sehr gut, wenn man nach dem Mittagessen genau über das berichten kann, über ein sehr interessantes Thema. Da kommt noch dazu, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass in diesem Saal mindestens 50 Fußballexperten sind. Und ich hoffe, dass wir nach einer halben Stunde wechseln können, dass ich dann nicht mehr moderieren muss, keine Fragen stellen muss, sondern dass dann die Fragen aus dem Publikum kommen. Wir haben zwei Exponenten hier vom Schweizer Clubfußball: Bernhard Häusler, Präsident vom FC Basel. Das ist inzwischen natürlich ein größerer KMU, 60 Millionen Umsatz. Das sind 120 Mitarbeiter, die da sind. Also das verkörpert Macht im schweizerischen Fußball. Was mir natürlich auch noch gefällt an Ihnen, Sie sind eingestiegen als Rechtskonsulent vom Vorstand und dann aktives Mitglied im Vorstand, dann Delegierter und jetzt Präsident vom FCB. Genau so eine schöne Konstanz erlebt man im schweizerischen Fußball natürlich nicht, dass man in die Sache reinwächst und das über mehrere Jahre betreibt. Dann haben wir noch Gregor Gräber, Vizepräsident vom FCZ. Das sind also die beiden historischen Großclubs in der Schweiz da vertreten. Er ist in seinem eigentlichen Leben Vermögensverwalter von einem Schweizer Nebenwertefonds, ZR Capital. Er kennt beide Welten und das hat den Vorteil, dass wir da mal die Unterschiede und Parallelen herausarbeiten können im schweizerischen Fußball. Weil Herr Gräber beide Welten kennt, an ihn die erste Frage: Was ist einfacher, ein Portfolio zu strukturieren oder einen Fußballclub zu führen? Die Frage ist sehr einfach zu beantworten. Viel einfacher, Portfolio zu strukturieren. Weil wir dürfen Aktien kaufen und wenn sie uns nicht mehr gefällt, können sie wieder verkaufen. Im Fußball kann man das nicht so schnell machen. Man hat einen Spieler, einen langfristigen Vertrag eingegangen. Man hat eigentlich eine Kontrollwechselklausel oder eine Prämie oder was auch immer, wenn man sich wieder divestieren will. Und dann kommt natürlich das Zweite dazu, dass man zwar beides planen, aber den Erfolg nicht garantieren kann, ist im Fußball einfach auch noch eine teilweise Glückssache. Man trifft den Pfosten, der Ball geht neben das Tor. Und ich kann gerade aus Aktualität sprechen, unser Mittwochabendspiel gegen St. Gallen. Eine erste Halbzeit dominiert, glaube ich, die beste Halbzeit vom FC Zürich in dieser Saison. Und am Schluss verliert man trotzdem 0-2. Die Berater und die Aufsichtsbehörden sagen im schweizerischen Pensionskassenwesen, der Stiftungsrat legt eine Entscheidung fest, die Anlagestrategie. Das ist 90% vom Anlageerfolg. Umzusetzen ist das mit Durchschnittsvermögensverwalter, die möglichst wenig kosten. Ist das auch eine Erfolgslösung für den Schweizer Fußball? Ja. Gut, ein Fußballclub wird geführt von der Clubleitung. Das ist etwas, was häufig von außen falsch gesehen wird. Zum Teil werden sogar auch falsche Vorstellungen durchgedrückt. Der Club darf nicht geführt werden vom, ich sage jetzt mal, Gruppenverantwortlichen, vom Trainer. Der Trainer ist angestellt, der wichtigste Mitarbeiter. Er hat für den kurzfristigen Erfolg zu sorgen. Seine Perspektive ist je nachdem eine Woche, das nächste Spiel am Wochenende.
maximal die Saison. Er muss am Schluss der Saison Meister sein oder Cupsieger. Das ist die, letztlich die Perspektive, die er bedienen muss. In der Öffentlichkeit hingegen wird ihm oft die Rolle eines wichtigen Unternehmensführers zugedacht. Und der eine oder andere Clubverantwortliche, aber auch der eine oder andere Trainer verstehen dann ihre eigenen Rollen nicht mehr. Ich bin absolut überzeugt, dass diese Trennung beim Fußballclub stattfinden muss. Die strategische Festlegung, die Zielefestlegung, die nachhaltige Entwicklung ist einzig und allein Aufgabe der Clubleitung. Darunter haben wir hoffentlich nicht ein Team von durchschnittlichen Fußballspielern, sondern von top-talentierten, hochtalentierten, hochbezahlten Fußballprofessionalen. Aber gilt jetzt das nur für den FC Basel oder ist das so allgemein gut im schweizerischen Fußball? Nein, es ist eine Frage der Unternehmensphilosophie. Es ist die Philosophie, die wir leben, die wir nicht immer gelebt haben. Es ist ganz klar, dass in der Endphase der Ära Christian Gross der Trainer eine Machtposition hatte, dass er eben praktisch auch das Unternehmen teilweise führte oder zumindest einen Führungsanspruch hatte. Wir sehen in Deutschland Modelle mit Magath bei Wolfsburg. Das Fazit dieser Modelle ist immer dasselbe. Es ist möglich, dass Erfolg eintritt. Der Erfolg ist extrem teuer. Wolfsburg kann sich das nur leisten, weil der VW-Konzern jedes Jahr eine zweistellige Millionensumme bereitstellt. Aber sonst bin ich der Meinung, das ist das Modell, das eigentlich ein Club in der Schweiz umsetzen müsste. Auch wieder den Unterschied darzustellen, in der Pensionskassenwelt oder im Anlagegeschäft versteckt sich oft gerne der Stiftungsrat hinter einer Benchmark, um nicht erklären zu müssen, Ende Jahr, wenn das Ergebnis nicht gut ist. Und im Fußball ist es genau umgekehrt. Das Publikum sitzt ja auf der Tribüne, die Medienschaffenden schauen einem schon aufs Blatt, bevor das Spiel abgepfiffen wird und wissen schon, welcher heute oder welcher Trainer entlassen werden muss. Also die Resonanz und die Antwort ist viel, viel schneller. Und gerade weil ja das Publikum aktiv dabei ist, im Tagesgeschäft fast indirekt, ist natürlich eine Durchschnittsleistung wird nicht akzeptiert. Und darf auch nicht akzeptiert werden, weil schlussendlich ist Fußball heute der Sport der am meisten Konsumenten, der Völker und Länder und Städte und Regionen verbindet und deswegen eigentlich auch ein Konsumgut ist. Herr Häusler, Sie sind Wirtschaftsanwalt. Was macht den Fußball so anders als ein normales Verwaltungsratsmandat? Ich glaube, es ist bereits angesprochen worden. Es ist die Öffentlichkeit. Und dann ist der Fußball heute ein Teil unserer Entertainment-Gesellschaft und folgt diesen Gesetzmäßigkeiten. Er ist extrem kurzlebig. Das Fußballunternehmen ist bottom-up organisiert. Also wir haben oben kein Management, welches entscheidend über die Wirtschaftlichkeit, über das Image letztlich entscheidend dazu beiträgt. Sondern es sind am Schluss eine Gruppe der hochtalentierten Spieler auf dem Feld, die über alles entscheiden. Wenn die Mannschaft auf dem Feld gewinnt, und das kann an einem Pfostenschuss hängen, ja oder nein, sind alle Verträge gut geschrieben, ist die Clubleitung, hat eine gute Strategie und so weiter. Also diese Bottom-up-Organisation ist etwas ganz Besonderes. Die Auswirkung oder respektive der Einfluss der Medien ist enorm. Es werden Woche für Woche müssen Helden geschaffen werden oder eben Versager abgestempelt werden. Das schafft eine unglaubliche Unruhe. Wir haben in Basel pro Woche 30.000 Zuschauer oder alle zwei Wochen, wenn wir zu Hause spielen. Sie können sich das vorstellen, das ist wie eine Generalversammlung, die Sie alle 14 Tage abhalten mit 30.000 Stakeholdern. Und jeder dieser Zuschauer hat das Gefühl und hat zu Recht das Gefühl, ein Teil des Clubs gehört ihm. Und jeder dieser Zuschauer hat das Bedürfnis, sich einzubringen, sei es mit einer Fahne, aber auch mit einer E-Mail am nächsten Morgen oder am nächsten Abend. Wenn die Bratwürste nicht gut waren, dann war das Spiel offenbar gut. Oder eben, wenn die Spieler nicht gut waren, war alles schlecht. Das ist so und damit muss man umgehen können. Im letzten Jahr haben wir eine unglaubliche Dominanz vom FC Basel in der Schweiz gesehen. Vier Schlüsselspieler haben den FC Basel verlassen. Jetzt ist St. Gallen besser als Basel. Ist überhaupt Leistungskonstanz im schweizerischen Fußball möglich? Ja gut, also wir sprechen jetzt nach 10 Runden, also knapp einem Viertel oder gut einem Viertel der Meisterschaft. Um die Zeit war der FC Basel noch nie an erster Stelle. Vor einem Jahr waren wir schlechter als heute. Später wurde die Mannschaft als die Jahrhundertmannschaft abgefeiert. Also ich sehe das schon etwas
längerfristig. Und wenn wir über konstant sprechen, dann haben wir jetzt eine Zeit von 10 Jahren hinter uns, in der wir in jedem Jahr entweder Erste oder Zweite waren und in einem Jahr Dritte. Die Konstanz national ist da. Wir waren 4-mal in der Champions League in diesen 10 Jahren. Also wir haben eine gewisse Konstanz erreicht, bin ich überzeugt. Und da ändert eigentlich der derzeitige Zwischenstand in der Meisterschaft nicht entscheidend. Aber es ist so typisch auch die Reaktion, Fußball sehr kurzlebig. Heute ist St. Gallen besser, also müssen wir sehr beunruhigt sein. Wir sind immer beunruhigt, wenn wir nicht Erste sind, aber wir wissen, was wir können und was wir haben. Gut, dass Basel konstant ist, das haben wir gesehen. Jetzt müssen wir zum FCZ wechseln. Was habe ich heute gelesen? 15 Spieler in einem Jahr haben den FCZ verlassen. Ist das planbar oder ist das beabsichtigt? Es ist eigentlich ja interessant, dass es die gleichen Medienschaffenden sind, die selbst vor einem Jahr gesagt haben, der FC Zürich ist zwar in der Saison 2010-11 nicht Meister geworden, weil zwar Glück gehabt hat oder gut gespielt hat, aber am Schluss wegen einem Punkt hat Basel uns 2 Runden vor Schluss wieder überholt. Und die gleichen Spieler sind dann in die neue Saison gegangen und die Journalisten haben geschrieben, es war keine hungrige Mannschaft gewesen, man hätte einen Umbruch machen müssen, jetzt macht man einen Umbruch. Und wenn der Umbruch halt ein Umbruch ist, wie eine Restrukturierung, wie ein Turnaround, das bei Firmen halt auch Zeit und Geduld braucht. Und Benny Häusler kann das bestätigen, weil er nämlich Verwaltungsrat ist eine Firma, die auch im Umbruch ist, bei der Valora-Gruppe. Dann kann einfach nicht der Erfolg von heute auf morgen einstellen. Wichtig ist, dass man nicht an die Geduld verliert und dass man eben, wenn man einen Umbruch macht, auch weiß, wann sollte er abgeschlossen sein, welches Zeitfenster man gibt und welche Konsequenzen man trägt. Vielleicht ist man, und jetzt nehmen wir das ein bisschen auf unsere eigene Kappe, ein bisschen zu offensiv in der Kommunikation der Zielsetzung für diese Saison hineingegangen, wo die Erwartungshaltung bei den Stakeholdern, vor allem auch bei den Fans und Medienschaffenden, vielleicht ein bisschen zu hoch war. Aber sind solche Umbrüche planbar? Ich glaube, sie sollten, also idealerweise ist wie eine Firma, und da bin ich wieder in meinem Hauptgeschäft, ein Nischenplayer ist dann immer in seiner Nische stark positioniert, wenn er sich permanent neu erfindet, wenn er hohes Geld, hohe Investitionen in R&D, in seine Kosten, Markt- oder Technologieführerschaft investiert. Und eigentlich wissen wir beim FC Zürich, dass wir ein Budget haben, das normalerweise etwa ein Drittel ist den oder die Hälfte vom FC Basel, weil wir ein kleiner Zuschauerzuspruch haben, weil wir nicht ein gleiches Stadion haben, weil wir auch nicht die gleichen Sponsoringgelder generieren. Also sollten wir uns eigentlich nicht blenden lassen, wenn wir eine Saison 08-09 auch in der Champions League spielen dürfen und dann irgendwo große Stars kaufen, zu viel Geld ausgeben, sondern eigentlich sagen, was ist unser Anspruch? Und ich glaube, dann ist man permanent in einem Prozess, wie das viele Firmen auch machen müssen. Ich höre dann zwar immer den Satz von Sportlern sagen, ja, Fußball hat nichts mit Wirtschaft zu tun. Ich glaube, es ist das Gegenteil. Man kann solche Umbrüche vermeiden, wenn man sie einfach permanent auf den Limiten bleibt, wo man auch mit den eigenen Füßen gehen kann. Ist der schweizerische Clubfußball so eine Ausbildungsstätte für junge Spieler, die dann, wenn sie 20 sind oder 21 sind und gerade ausrennen können, ins Ausland gehen? Zum Teil hat man diesen Eindruck, ja. Also wenn sie mit 20, 21 gehen, dann bin ich nicht so beunruhigt. Was mich derzeit beunruhigt, ist, dass unsere U16-Mannschaft, das sind Spieler zwischen 14 und 16, intensivst abgeworben werden von englischen, spanischen, italienischen Clubs, dass diese Clubs direkt auf die Eltern zugehen, die Eltern bearbeiten, dass sogenannte Berater, diesen jungen Burschen einreden, sie müssten weg aus der Schweiz, sie müssten unbedingt nach England, dass Beträge dort bezahlt werden auf den Tisch von Eltern, die zum Teil halt wirtschaftlich bei uns sehr im Nachteil sind. Sozial benachteiligte Eltern, die dann Cash, 200.000 Pfund auf den Tisch, auf den Küchentisch gelegt erhalten, damit der 15-Jährige die Schweiz verlässt. Das ist unser Problem. Wenn wir eine Ausbildungsliga sind, so wie wir es geschafft haben mit Shaqiri und Granit Xhaka, dass die Spieler mit 21 gehen, nachdem sie hier 3 Titel gewonnen haben, dann muss ich sagen, okay, natürlich sind wir das, das ist gut so, das ist auch richtig so, aber schlimm ist die Entwicklung, dass die Spieler gehen, bevor sie überhaupt erwachsen sind. Das ist eine Entwicklung, die ich beängstigend finde. Also ich kann das nur bestätigen, dieser Eindruck trügt, wenn man glaubt, alle unsere Stars gehen erst ins Ausland. Es fängt eben schon bei der U14, U15, U16 an,
Also im letzten Sommer hat der FC Zürich 3 solche Talente verloren. Die versauen irgendwo auf der Ersatzbank, aber der Vater hat vielleicht etwas Geld, um seinen Lebensunterhalt endlich mal ein bisschen schöner zu genießen. Aber er muss da gewaltig aufpassen. Aber ansonsten ist natürlich schon die Rolle der Schweizer Liga prädestiniert für eine Ausbildungsliga, auch für ausländische Spieler. Sie können sich ins Schaufenster stellen, sie können relativ, ich sage jetzt mal, es gibt auch einen medialen Druck, aber sicherlich nicht der gleiche Druck wie in England oder in Deutschland, wo man die Nachwuchstalente nicht so lange ausbilden kann, eine gute Chance darstellt. Aber einfach ein kleiner Vergleich, es ist ja fast logisch. In Italien kriegt Napoli 50 Millionen Euro für Fernsehgelder. Das ist doppelt so viel wie der gesamte Fernsehvertrag in der Schweiz. Und jeder Club, der FC Basel, kriegt sehr wahrscheinlich dieses Jahr, wenn sie wieder oben mitspielen, irgendwo um die 2 Millionen, 2,2 Millionen, wir vielleicht etwas weniger. Also muss ich das einfach in der Relation sehen. Und da muss man sich auch nichts vormachen. Wir sind eine Ausbildungsliga. Aber wenn man doch in der Champions League spielen möchte, braucht man doch gerade Shaqiri und diese Spiele. Das ist die Krux, das ist die große Herausforderung an einen Club in der Schweiz. Wenn wir natürlich den Anspruch hätten oder haben wollten, in der Champions League mit den ganz großen Schritt halten zu können, dann müsste man eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, den Club wegbewegen aus dem Schweizer Markt. Also man müsste eine Art Lizenzsystem einführen wie in Nordamerika, weil der Schweizer Markt gibt einfach vom Fundament her, von der Wirtschaftlichkeit her gar nicht genügend her, um eine Mannschaft mit einem Budget, mit einem Volumen von 400, 500 Millionen Euro zu betreiben. Das funktioniert in der Schweiz nicht. Es funktioniert übrigens auch international nicht. Wir müssen ganz ehrlich sein, außer Bayern München, Mannschaften wie Manchester City, Chelsea, Barcelona, die wunderschöne Mannschaft Barcelona, Real Madrid, das sind Mannschaften oder Clubs, die pro Jahr über 100 Millionen Verluste schreiben. Diese Verluste werden gedeckt durch einzelne Investoren, Investoren in Anführungszeichen, durch Mäzene, Russen, Araber. Das ist die Wahrheit der aktuellen Topspitze in Europa. Also der FC Basel muss damit leben, dass sie hier und da in die Champions League kommen und hier und da nicht? Absolut. Diese... Ja, wir müssen damit leben. Und das, ich würde gerne damit leben, wenn ich wüsste, dass wir immer wieder ab und zu in die Champions League kommen. Weil die Champions League natürlich ein derart großes Geldvolumen abwirft für uns. Das ist über 50% unseres Jahresbudgets. Sie können sich vorstellen, wie schwierig die Planung Anfang Jahr ist, wenn Sie nicht wissen, ob Sie 50% Ihres Budgets einspielen werden in der zweiten Jahreshälfte oder nicht. Wie groß ist das Budget vom FCZ? Bei Basel 60 Millionen? Nein, das Budget bei Basel ist 35 Millionen. 35? Ja, und 60 Millionen Umsatz mit der Champions League. Okay. Ja. Wie sind da die Zahlen vom FCZ? Knapp unter 20 Millionen. Unter 20 Millionen. Ne? Muss der FCZ damit einfach leben, dass Basel dominant bleiben wird im schweizerischen Fußball? Eigentlich müssen, nein, selbstverständlich nicht. Also der Anspruch ist auch, ich meine, ich nehme auch da wieder eine Metapher aus der Industrie. Eine kleine Oreo-Firma, die eine Pastafabrik im Aargau hat, produziert bessere Pasta als die Nestlé mit einem Großkonzern dahinter, und die Migros und die Coop verkaufen dieses Produkt als OEM und es läuft sehr, sehr gut über den Verkaufstresen, sogar noch mit besseren Margen. Also wir dürfen auch, obwohl wir etwas kleiner sind in unserem Budget, nicht den Anspruch verlieren, gute Arbeit abzuliefern. Und wenn man es auch wieder die letzten 10 Jahre anschaut, der kleine FC Zürich ist doch immerhin auch 3-mal Meister geworden in den letzten 10 Jahren. Also mit einem deutlich tieferen Budget. Und sogar, wenn man die letzten 7 Jahre zusammenrechnet mit einem ausgeglichenen Budget, aber logischerweise auch dank diesen Europacup-Geldern. Ich glaube, was noch wichtig ist zu überlegen, wenn man den Fußball in Europa positioniert, der Vergleich, der Benny Häusler gesagt hat, welche Clubs momentan so irrational Geld auf den Tisch legen oder die Junioren abwerben schon bereits im Kindesalter bei den Clubs wie Basel, Zürich, aber auch bei anderen Schweizer Fußballmannschaften. Kommen eigentlich alle aus diesen PIK-Staaten. Also ich befürchte und ich bin auch überzeugt, das, was die Finanzbranche bereits durchlebt hat oder noch durchleben muss, steht dem Fußball noch bevor. Es kann langfristig nicht sein, und die FIFA hat auch dieses Financial Fairplay bereits initiiert. Die Frage ist, wie wird es umgesetzt, wird es konsequent umgesetzt? Aber wenn man das so umsetzen würde, wie es heute angedacht wird, dann kommt da sehr wahrscheinlich schon noch eine große Welle auf diese Fußballclubs zu. Und vielleicht unter Umständen geht es dann dem Schweizer Fußball oder Clubfußball auf einmal doch viel, viel besser. Und auch Schweizer Firmen besinnen sich,
vielleicht sogar eine Aufforderung hier ans Publikum, sich an den Core-Markt im eigenen Heimatland zu investieren, weil es ist schon eine Tatsache, dass sich viele Schweizer Konzerne lieber momentan am ausländischen Erfolg von Real Madrid, Barcelona oder Chelsea sonnen und vielleicht vergessen, dass auch hier in der Schweiz gute Arbeit geliefert wird. Ich möchte den zweiten Block betreten, das ist der Spielersuche. Und da wieder die Anschlussfrage an Gregor Greber. Hauptberuflich Stockpicker im schweizerischen Nebenwertebereich. Gibt es da Parallelen, Unterschiede zum Fußball? Oder wie findet man die Inlers oder die Gemailis? Also eigentlich ist der Prozess genau der gleiche. Mit dem Unterschied, dass ich als Investor nicht das Produkt mitentwickeln kann oder den Spieler mitentwickeln kann. Also ich kann höchstens im Dialog, und das machen wir auch als Z-Capital, überarbeiten, Research, Management-Meetings, aber auch direkter Einfluss im Bereich Corporate Governance und Abstimmung an Generalversammlungen. Also sind wir dann auch Zuschauer im Publikum, die mitstimmen, wo man einen Einfluss nehmen kann. Aber eigentlich im Fußball wäre es viel, viel einfacher, wenn nicht irgendwo die externen Faktoren wie Spielervermittler, Spielerberater oder natürlich auch Verletzungen oder Unfälle und was auch immer passieren kann bei einzelnen Spielen. Also man kann das Produkt entwickeln und kann es auch entsprechend gestalten. Aber es ist natürlich schon ein ineffizienter Markt, weil man die Informationen über die Spieler nicht hat. Ja, dann muss man sie halt holen. Wie also ich glaube, das ist bei 16-Jährigen? Das Umfeld anschauen, Referenzen einholen, also eigentlich der gleiche Due Diligence-Prozess, wie man eine Firma kauft oder eine Firma analysiert oder wie Pensionskassen, wenn sie ein Mandat vergeben. Man darf einfach die Hausaufgaben nicht delegieren. Wenn man die delegiert, macht man Fehler. Wie macht man da die Hausaufgaben? Also wir haben diesen Prozess vor etwa 5 oder 6 Jahren zu professionalisieren begonnen, weil ich überzeugt war, dass dort die größten Defizite im Fußball existieren. Es wird enorm viel Geld ausgegeben für neue Spieler, aber das Wort Due Diligence hat eigentlich nicht existiert, sondern Spieler wurden zum Teil gekauft am Video, ab sogenannten Best-ofs. Und Sie alle wissen, ein Best-of von Ihren Golfschlägen und so weiter ist vielleicht nicht unbedingt repräsentativ für Stärke im Golf. Also Best-ofs sind etwas ganz Gefährliches. Es wurden sehr oberflächliche Arbeiten gemacht. Es wurden oft, natürlich, und das ist ein großes Problem, wurde mitverdient. Also derjenige, der den Stock-Pick macht, möchte aber dann auch noch mitverdienen am Pick oder an der Provision. Das sind alles Dinge, die weg müssen, und der Prozess muss professionalisiert sein. Er muss kommen letztlich von einem Gruppenentscheid hin zu einer Shortlist, Due Diligence, und da muss das soziale Umfeld, das sportliche Umfeld, aber auch der Charakter des Spielers muss eine Rolle spielen, und dann erst wird der Spieler engagiert. Wie macht das der FCZ? Also es ist ein Prozess. Wir sind noch nicht ganz so weit wie der FC Basel. Dazu wurden wir auch am Mittwoch in der NZZ kritisiert. Aber der gleiche Journalist hat ja auch dort die Kritik geäußert, weil der FC Zürich jetzt eine Sportkommission hat, wo Leute mitreden, die sowohl die Finanzen etwas kontrollieren wollen, die eine Due Diligence über einzelne Spieler machen wollen und auch ein ehemaliger Spieler, der da mitarbeitet, weil am Schluss muss die Kompetenz natürlich schon auch im sportlichen Bereich drin liegen. Also eben, man wird für etwas kritisiert, was man macht, aber ich glaube, es ist unabdingbar, weil das gleiche größte Problem auch in unserem Club ist, dass man zu viel Geld für schlechte Spieler ausgegeben hat, und die haben sich auch nicht eingeschlagen aus dem Ausland. Bei den Pensionskassen ist das klar, der Stiftungsrat ist für alles verantwortlich, das ist ein Milizgremium. Wie sind da die Verantwortlichkeiten im Fußball zwischen Sportchef, Trainer, Vorstand, Spezialausschüsse? Ja, wir haben einen Verwaltungsrat, also mittlerweile müssen alle professionellen Fußballclubs in der Schweiz als Aktiengesellschaften organisiert sein. Also von dem her unterscheidet sich die Struktur, zumindest juristisch, nicht groß. Also wir haben den Verwaltungsrat, seine Verantwortung ist bekannt, das Obligationenrecht gilt auch im Fußballgeschäft. Und der Fußballtrainer ist für mich, wie ich schon gesagt habe, der wichtigste Angestellte, weil er dieses Team der Hochtalentierten führt. Aber er ist von mir aus gesehen nicht einzubeziehen in die Strategie des Clubs. Er ist aber einzubeziehen in die Personalentscheide, selbstverständlich. Also dort hat er bei uns einen Sitz in der sogenannten Technikkommission. Man könnte sich das so vorstellen wie eine Nomination Committee. Das besteht zum Teil aus Verwaltungsratsmitgliedern, aber auch zum Teil aus operativen Leuten. FCZ. Wir sind logischerweise mit den gleichen Anforderungen, die die Liga vorgibt, eine Aktiengesellschaft mit einem heute noch relativ breiten Verwaltungsrat. Wir haben 8 Verwaltungsräte im FC Zürich.
Wir werden immer wieder kritisiert, etwas zu finanzlastig. Heißt natürlich auch, wo unsere Hauptprobleme sind. Wir generieren zu wenig Geld. Wir haben im Führungsteam eine Geschäftsleitung und die setzt sich zusammen aus dem Bereich Sport, Sicherheit, Zuschauerwesen und operativ wie das Segment Marketing, Administration. Jetzt, wie stellt man eine erfolgreiche Mannschaft zusammen? Ja, wie stellt man, ja. Letztendlich ist das natürlich wie auch die erfolgreichen Mannschaften in der Unternehmenswelt. Es spielen auch Zufälligkeiten eine Rolle, spielt die Gruppendynamik eine Rolle. Wir haben festgestellt, dass es, um eine erfolgreiche Mannschaft zu sein, und der Unterschied zwischen einer erfolgreichen und nicht erfolgreichen, das kann manchmal an einem ganz kleinen Rädchen hängen. Das kann je nachdem ein Spieler sein, der reinkommt oder der die Gruppe verlässt. Ich habe schon festgestellt, dass man natürlich im Fußball, das ist ganz schwierig, dass man häufig zu lange an den verdienten Spielern festhält, die nach wie vor in der Garderobe das Sagen haben, aber auf dem Platz nicht mehr die Leistungsträger sind. Das sind Situationen, die ganz komplex sind, weil von außen kommt der Druck, die Leute von außen schauen immer rückwärts und wir müssen immer vorwärts schauen. Und das ist vielleicht die größte, sage ich mal, Herausforderung im Personalbereich im Fußball. Was habe ich über den FCZ gelesen? Es fehlen die Leadertypen, es fehlt die Erfahrung, es hat Gruppenbildung gegeben. Wie stellt dann der FCZ die Mannschaft zusammen? Schauen wir in die Zukunft. Es muss ein komplementäres Team sein. Die Spieler sollen sich ergänzen. Sie sollen nicht das, was vielleicht früher immer kolportiert wird, sie sollen alle miteinander am Abend dann noch ein Bierchen trinken gehen. Das geht gar nicht mehr kulturell. Ich meine, man muss auch überlegen, wie viele kommen aus dem Balkan oder aufgewachsen in anderen wirtschaftlichen Verhältnissen drin. Also dieses Element, es darf keine Gruppenbildung geben. Und da hat der FC Zürich, ohne dass ich da jemand zu nahe trete, sicherlich in der Vergangenheit Fehler gemacht. Wir haben zu lange Rumänen-Fraktionen gehabt, zu große. Wir haben eine schwedische Fraktion gehabt. Wir haben eine starke tunesische Fraktion gehabt. Und wenn dann der Sport nicht kommt, dann ist genau solche Gruppenbildung dann eben noch schädlicher. Weil das, was passiert in der Kabine, haben sie vielleicht das Sagen oder haben eben nicht das Sagen, obwohl sie es dann eigentlich haben sollten. Also ich glaube, es ist das Gleiche wie eine Führungsstruktur bei Firmen. Es muss zusammenpassen und es sollte vor allem eine gewisse Komplementarität haben. Aber irgendjemand muss die Leadership übernehmen. Und das ist die schwierigste Position zu bestellen im Fußball. Und leider Gottes sucht jeder Fußballclub diesen Leader-Typ, der sogar noch gut Fußball spielen kann. Und dann auch noch Tore schießt. Wie geht man da mit der Multikulturalität um? Ich meine, früher war es einfacher. Also der alte FCZ, der glorreiche FCZ mit Sigerlik und diesen Leuten, die gingen wirklich nach dem Fußballspiel zum Bier und haben alles ausdiskutiert. Als die Italiener kamen, das war ein homogener Block mit einer ganz klaren Spielkultur. Aber wie geht man heute um mit diesen unterschiedlichen Nationalitäten? Und, wir haben ja vorhin über frei diskutiert. Das war ja gerade sein Problem in der Nationalmannschaft. Das ist schwierig und wir hatten, und das ist vielleicht auch ein Teil des Geheimnisses, des Erfolges vom letzten Jahr, wir hatten im letzten Jahr eine einzigartige Konstellation. Wir spielten gegen Manchester United, gegen Bayern München mit 7 Spielern, die in der Region aufgewachsen sind. 7 von 11 sind in der Basel-Region aufgewachsen. Denen muss keiner irgendetwas erklären, auch wenn man gegen den FC Zürich spielt. Muss man diesen Spieler nicht erklären, das ist jetzt ein besonderes Spiel. Wenn aber ein Spieler aus ja, das ist so, das hat der Marco Streller, der Captain, sagt jetzt beispielsweise in der jetzigen Situation, wenn er sie zusammennimmt, die Mannschaft vor dem Spiel, stellt er fest, dass natürlich etwa 5 Spieler ihn nicht verstehen. Und es ist etwas einfacher, auf die Menschen einzuwirken, wenn man ihre Sprache spricht, als wenn man nur mit Zeichen miteinander funktionieren kann. Gerade in einem Bereich, im Hochleistungsbereich, wo man gegenseitig sich sehr viel Vertrauen schenken muss und in sekundenschnell entscheiden muss. Also ich glaube schon, dass die kulturelle Vielfalt ist im Fußball unumgänglich, aber kann auch Schwierigkeiten bereiten. War das gerade die Stärke von der Meisterausgabe 2007, dass es im Kern vom FCZ Spieler gab, die in die ganze Juniorenzeit miteinander gespielt haben? Abdi, D'Agosta, ja, Stanic. Und das hat sicher Stanay geholfen, aber darf auch nicht vergessen, auch in dieser Meistermannschaft waren 2 Rumänen in unserem Team. Derjenige, der in der 93. Minute das Tor geschossen hat, war alles andere als ein Teamplayer.
Oder hat Sonderprivilegien für sich herausgeholt und schießt dann trotzdem das. Also allein ein Rezept darzustellen ist schwierig, aber ich glaube, es ist wichtig, dass irgendwo ein Core-Team dasteht und da auch wieder die Parallele zur Firmenwelt, die vor allem in schlechten Zeiten zusammenarbeitet oder miteinander selber Lösungen findet und nicht, weil der Chef sie mal eingeladen hat, heute soll eine Aussprache geben. Also ich kann sagen, ganz kleines Beispiel aus der letzten Saison. Die Spieler hatten in der Kabine miteinander eine Aussprache nach einer Niederlage. Und der Spieler Rodriguez hat gesagt, ich sage nichts dazu, lasst uns rausgehen, trainieren wir wieder. Oder es hat manchmal auch Spieler, die dann einfach sagen, es bringt doch gar nichts. Also man kann eigentlich nicht die Probleme lösen, wenn man sie lösen will. Sondern es ist natürlich schon auch die Dynamik der Gruppe, die irgendwo einen Lösungsansatz finden muss. Und sonst muss man vielleicht halt doch wieder eben das eine oder andere Zahnrad umstellen und in der Mannschaft den einen oder anderen Spieler auswechseln. So, die Gnadenfrist für das Publikum ist vorbei. Eine halbe Stunde ist überschritten. Jetzt habe ich die Frage an das Publikum. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Das habe ich jetzt noch nie erlebt. Ja, da. Die finanzielle Situation des FCB Wunder mit dieser Unsicherheit betreffend Champions League. Wie geht man damit um? Hat man da genügend Reserven in der Rückhand, wenn man die Ausgaben eigentlich kennt, die man hat, aber die Einnahmen bis zu, sagen wir eben, 45% unsicher sind? Das ist die erste Arbeit, an der wir dran sind, und das ist eine ständige Arbeit, ist das operative Ergebnis zu verbessern. Und wenn wir von operativen Ergebnis sprechen oder vom strukturellen Ergebnis, dann sprechen wir vom Budget, von unserem Basisbudget, das eben nicht irgendwelche Sondereinnahmen, keine Sondereffekte, wie wir sie nennen, aus der Champions League beinhaltet. Also wir haben das Basisbudget, und da könnte man etwa davon ausgehen, wir nehmen rund 35 bis 40 Millionen ein und wir haben rund 43 bis 47 Millionen Ausgaben. Also dieses Gap besteht Anfang Jahr. Und dieses Gap kann auf verschiedene Arten gefüllt werden. Das eine haben Sie bereits erwähnt, das sind die Champions League Einsätze. Und dann haben wir natürlich noch stille Reserven. Und die stillen Reserven sind die Spielerverträge, Spieler, die eigentlich einen Transfermarktwert haben, also auf dem internationalen Markt einen klaren Wert aufweisen. Und in den letzten Jahren haben wir immer wieder, allerdings immer auch auf Wunsch der Spieler, Spieler verkaufen müssen zu gewissen Preisen. Und diese Preise sind natürlich auch nicht eingebucht im Budget. Und so konnten wir das Budget immer wieder mehr oder weniger ausgeglichen gestalten. In der jetzigen Situation haben wir noch Reserven gebildet. Wir werden auch in diesem Jahr einen Gewinn ausweisen, den wir auf das nächste Jahr übertragen. Wichtig ist für mich, dass das Geld immer im Kreislauf bleibt und wir nicht irgendeinen Fonds haben, der letztlich die Spieler besitzt. Und wenn wir einen Spieler verkaufen, wie zum Beispiel Shaqiri, die 11 Millionen wirklich in den Club reinfließen und nicht wegfließen an Investoren. Das ist für mich ganz wichtig. Entschuldigung, ich habe mir notiert, volle Transparenz sofort. Durchschnitt wird nicht akzeptiert im Fußball. Eben das Publikum, das mischt sich schon während des Spieles ein. Aber man verkauft die Gewinner zu spät, im Gegensatz eigentlich zum normalen Portfolioansatz. Diese offensichtliche extreme Kurzfristigkeit des Anlageverhaltens, wenn man so will, im Vergleich zum doch, sagen wir mal, eher längerfristigen Anlageverhalten der Pensionskassen, vielleicht das in einem Zeitraum oder Zeithorizont von einem Quartal, einem Jahr, zwei Jahren mit Track Record funktioniert. Klappt das im Fußball? Weshalb klappt das mit dieser Kurzfristigkeit, wenn wir im Anlageverhalten der Pensionskassen sagen, zwei Jahre, drei Jahre ist viel zu kurzfristig? Irgendwo, wo ist der Knackpunkt zwischen dem Zeithorizont, zwischen diesen beiden Elementen? Also, man muss mal eines klarstellen, das Halten eines Fußballspielerkaders ist in dem Sinne nicht eine Anlage, die wir tun, im Ziel, sie rechtzeitig wieder abzustoßen, also finanziell, sondern der Raison d'être, das Ziel über allem, ist der sportliche Erfolg. Und mit dem sportlichen Erfolg kommen auch Gelder.
Also die Idee, man müsste den Spieler dann kaufen und dann möglichst im Peak seines Werts verkaufen, muss nicht unbedingt richtig sein. Vielleicht bringt er nachher für die Mannschaft noch viel mehr. Dadurch, dass die Mannschaft Erfolg hat, kommt auch wieder Geld rein. Also es ist nicht nur ein Kaufen, Verkaufen, sondern es ist die Pflege eines Hochleistungsteams, das zusammen funktionieren muss. Aber wichtig ist natürlich, wenn wir von der Lang- und Kurzfristigkeit sprechen, wir müssen immer wieder auf die Spieler zugehen und ihre Verträge verlängern und damit ihre Löhne erhöhen, weil wir ja immer vermeiden müssen, dass ein Vertrag ausläuft. Ich höre und lese immer, im Fußball gelten Verträge nichts. Bei uns in der Privatwirtschaft gelten die Verträge noch. Das ist ein absoluter Quatsch. Ich habe im Fußball noch nie einen Vertragsbruch erlebt. Wenn ein Spieler während des Vertrages geht, dann geht er immer im Einvernehmen mit dem Club. Und der Club gibt sein Einvernehmen dann, wenn er eine Entschädigung erhält für die Restdauer des Vertrages, in der er verzichten muss auf die Dienstleistung des Spielers. Aber den Vertragsbruch gibt es nicht. Dazu kommt noch Sie und ich, wir haben eine Karrierezeit von etwa 50 Jahren, 40, 50, 60 Jahren, je nachdem. Die Spieler haben eine Vertrags- oder eine Karrierezeit von 10 Jahren, verpflichten sich aber auf 5 fest. Das ist dasselbe, wie wenn Sie einen 20-Jahres-Vertrag unterschreiben würden. Die verpflichten sich auf 5 Jahre fest und das tun sie nur, um den Club zu schützen, weil wir nur Geld bekommen, wenn eben vorzeitig, also vor Ablauf dieses Vertrages, eine Einigung entsteht über das Weggehen. Das dünkt mich auch noch wichtig, weil das höre ich immer wieder, im Fußball gelten die Verträge nicht, hingegen in der Privatwirtschaft. Das ist Quatsch, ist nicht so. Weitere Fragen? Ja. Zuerst der Herr ganz hinten und dann... Ich habe noch eine Frage, wie unterstützen Sie die Spieler in der Vorsorge? Da sie eben ja so eine kurze Karrierezeit haben, einige sehr erfolgreich sind, andere dann vielleicht durchschnittliche Spieler, die gut spielen, aber dann doch nicht so viel Geld verdienen, dass sie nicht mehr arbeiten müssen. Was machen Sie dort? Also, ich glaube, der Spagat, wenn der Fußballclub insgesamt mit einem Spieler eine Planung macht, und das ist jetzt nicht nur die Vorsorge, sondern schon die Karrierenplanung, haben viele Spieler das Gefühl, man sei nur im eigenen Interesse unterwegs, weil man ja ihn möglichst lange beim Club halten will, möglichst billig zahlen oder zu wenig zahlen. Und er wird sehr, sehr stark beeinflusst von den Spielerberatern. Und da können Sie davon ausgehen, es gibt also bei jedem Spieler 10 Berater um ihn herum, die ihn abwerben möchten. Aber die einzige Diskussion, die sie führen, ist, wie kann ich den Vertrag optimieren und verkaufen? Vorsorge ist eigentlich kein Thema, ist aber ein Thema im Club. Was will man? Was möchte man diesem Spieler geben? Ich glaube, die beste Vorsorge ist, was wir zum Beispiel beim FC Zürich kategorisch machen. Bei uns kommt kein Spieler in die Nachwuchsabteilung mit dem Ziel, in der Karriere irgendwann in die erste Mannschaft zu rücken, wenn er nicht eine Ausbildung macht. Viel besser die Vorsorge, weil gerade das Beispiel, du hast vorher Stanic erwähnt, er hat Fußballlehrling gemacht, also Sportlehrling. Und ich meine, was passiert? Ein Unfall fährt mit seinem Auto in ein Findling, Karriereende. Am wenigsten hat er das KV abgeschlossen, sodass er eine Chance hat. Aber vielleicht darf man auch die Frage zurückstellen, wie viele von euch haben zwischen 20 und 30 oder sogar vor 20 schon über die Vorsorge nachgedacht? Also deswegen ist es natürlich schon ein Thema, das die meisten Leute erst so ab 30 richtig beschäftigt. Und bei Fußballern ist natürlich eigentlich noch die Jugend- und Drangzeit da, aber man wird gestärkt in den Bestreben des Fußballs, dass man einfach die jungen Spieler unterstützen muss in ihrer Berufsplanung, was viel, viel wichtiger ist. Und jetzt nur kurz Klammerbemerkung. Also was ist ein Fußballclub? Das ist ein KMU. Wo sind die KMUs vorsorgemäßig versichert? Ja, die meisten bei einer Sammelstiftung. Aber ich möchte da nicht mehr weitergehen. Es gibt noch eine Frage aus dem Publikum. Ja, also ich bin Mathematiker und habe das liebe lange Jahr hindurch relativ wenig mit Fußball zu tun. Aber ist auch eine sportliche Frage erlaubt? Ja, sicher. Also ich hatte zufälligerweise vor ein paar Wochen die Gelegenheit, einen Schweizer Trainer zu fragen zum Gewinn der EM durch die Griechen 2004. Das war so unerwartet. Und da hat er angefangen zu antworten, aber konnte die Antwort nicht beenden. Und zwar sagte er, ja, im Fußball sei das möglich, dass ein Fünftliga-Club gegen einen Erstliga-Club gewinnen könne.
Aber in Sportarten wie Basketball oder Volleyball sei das nicht der Fall. Und könnten Sie das erläutern? Ich glaube, Sie sprechen eigentlich das Geheimnis des weltweiten Erfolges dieser Sportart an. Wir können ja lang darüber sinnieren, über Geld und wie viele Millionen verschoben werden. Die Faszination dieses Spiels ist das Bedeutende. Und die Faszination des Spiels ist völlig unabhängig vom Geld. Also in den 30er Jahren fanden die ersten Weltmeisterschaften im Fußball statt. Die ersten drei Spiele waren mit jeder 100.000 Zuschauern ausverkauft. Warum ist das? Warum spielt denn Shaqiri, ein 1,63 Meter großer Kraftwürfel, zusammen mit einem Marco Streller, einem 1,96 Meter großen? Weil die Sportart derart viele mögliche Bewegungen erlaubt, eine hochkomplexe Sportart ist, wenn ich vergleiche mit dem Basketball, wo mittlerweile natürlich nur noch praktisch ein Typus sich durchsetzen kann, im Volleyball auch. Sie als Mathematiker wissen auch, wenn das Schlussergebnis 96-92 lautet, ist die Chance einer Überraschung oder 96-80 ist vermutlich kleiner als bei einem 1-0 oder 0-1. Weil natürlich irgendwann die Wahrscheinlichkeit, dass die Bälle in den Korb fallen, größer sind als im Fußball, wo ein Tor ein ganzes Spiel entscheiden kann. Ich glaube, das ist eine der Erklärungen. Und von dem lebt der Fußball. Wenn der Fußball nur noch danach funktionieren würde, dass die bessere Mannschaft oder die individuell besser besetzte Mannschaft gewinnt, dann würde er seine Faszination verlieren. Herr Greger, jetzt müssten Sie eigentlich über die 93. Minute reden, 2006, ja. Also ich glaube, es kommt noch was anderes dazu. Es ist ein Teamsport, eben verschiedene Individuen. Wie wir vorher gesagt haben, was ist eine erfolgreiche Mannschaft, eine hungrige Mannschaft. Im Fußball kann man mit Glauben halt doch noch Berge versetzen. Und genau deswegen ist Fußball halt auch so gefährlich, weil es Passion ist und jeder hat Freude daran. Deswegen passiert auch dieses Mäzenentum. Warum soll ein russischer Oligarch in London einen Fußballclub kaufen? Ja, weil es halt doch vielleicht auch ein Bubentraum ist, Spaß ist und irgendwo für ihn etwas ist, was er vorher noch nicht gehabt hat. Und genauso spielt auch vielleicht eine Fünftligamannschaft im Cup gegen eine Erstligamannschaft und kann am Schluss gewinnen, weil die Fünftligamannschaft aus Freunden, Kollegen besteht, die einfach sagen, so, und jetzt gehen wir 100% alles, dann ist ein Spiel, vielleicht wird man noch etwas unterschätzt und dann passiert mathematisch halt dann vielleicht genau dieses eine Tor. Und dann auch in der 93. Minute, was natürlich besonders schön ist. In Basel. Jetzt für weitere Fragen. Ja. Ich bin auch Mathematiker, aber ich bin auch Spanier, also von daher, und Schweizer. Nein, was mich wundernehmen würde, und ich spreche ja selten zu Fußballexperten, die spanische Spielweise in den letzten drei großen Ereignissen gesehen, hat ja schon etwas Eigenständiges, finde ich als Fan natürlich sowieso, und man hat ein bisschen den Eindruck, das könnte so eine Art Trend sein, der den Fußball taktisch von der Spielanlage her, auch von den Fähigkeiten der Spieler verändern könnte. Sehen Sie diesen Trend oder glauben Sie, dass diese Unterschiede, die Deutschen, die Engländer, die klassischen Spielweisen der Vergangenheit, oder als ich aufgewachsen bin, gab es so die Italiener mit ihrem Catenaccio und die Briten mit Kick and Rush und die Deutschen mit dem kraftvollen, athletischen Fußball. Sehen Sie hier eine Konvergenz oder glauben Sie eher, dass wieder verschiedenste Spielweisen überleben werden sozusagen? Also es ist offensichtlich, dass die spanische Spielweise, die natürlich vor allem von Barcelona geprägt worden ist, einen Modellcharakter hat. Und wenn man mit den jüngeren Trainern spricht, dann reden alle eigentlich von dieser Spielweise. Wenn man mit den Junioren spricht, den Junioren-Mannschaftstrainern bei uns, dann reden alle eigentlich, wir möchten so wie Barcelona haben. Das möchten wir alle. Das hängt aber auch von den Spielertypen zusammen. Spanien hat momentan eine wunderbare Nationalmannschaft, eine wunderbare Konstellation mit Jahrgängen, Weltklasse-Fußballern, die dieses Spiel spielen können, dieses Tic-Tac-Spiel, wie man es auch nennt. Ich glaube nicht mehr so dran an die klar unterschiedlichen Charaktere des Fußballs in den einzelnen Ländern. Das hängt auch mit der Durchmischung in den nationalen Meisterschaften zusammen. Es spielen heute Spanier in England, es spielen Engländer in Italien und so weiter. Also die Durchmischung ist stärker und beispielsweise die deutsche Nationalmannschaft
besteht natürlich heute auch aus sehr vielen Immigranten, also nicht mehr aus Deutschen. Deutschen im engsten Sinne spielt einen sehr attraktiven, nicht mehr typischen Kraftfußball, sondern eher technischen Fußball. Also von dem her, glaube ich, eher gehen wir in eine Richtung, dass immer wieder Clubmannschaften einen Fußball prägen, so wie Barcelona mit ihrem Fußball die spanische Nationalmannschaft prägt. Und vielleicht in 15 Jahren wird es eine andere Mannschaft sein und dann wird dieser Fußball wieder als der einzig Glücklichmachende beurteilt. Ich glaube, wenn man grad, Sie haben eigentlich die Antwort fast selber gegeben. Sie sind aufgewachsen, wo der Catenaccio der erfolgsbringende Fußball war. Und heute ist es eben dieses Barcelona-Spielsystem. In 5 Jahren ist wieder etwas Neues. Und ich glaube, von dem lebt ja auch Fußball, immer wieder eine Entwicklung. Ich als Junior, es gab gar keine andere Variante, als mit einem Libero zu spielen. Heute ist der Libero der Torhüter. Früher hat man den ins Tor getan, der überhaupt nicht Fußball spielen kann. Und heute muss der spielen, weil er eigentlich der vorgelagerte Libero ist. Also ich glaube, Fußball entwickelt sich, wie vieles in der Welt sich entwickelt. Und ich wäre nicht überrascht, wenn wir bereits schon einer der nächsten Weltmeister- oder Europameisterschaften wieder bereits ein neues Zeichen sehen. Also ich glaube nicht, dass der FCB oder der FCZ der Trendsetter ist in Spielkultur. Aber trotzdem die Frage an Bernhard Häusler. Gibt es eine FCB-Fußballphilosophie? Ja, die gibt es. Also das braucht es auch von mir aus gesehen. Wir haben das vor allem mit dem, es war ein großer Fußballkulturwechsel von Christian Groß, dem Trainer der ersten Mannschaft über fast 10 Jahre, zu Thorsten Fink. Und Thorsten Fink, der deutsche junge Trainer, wollte dann auch, dass alle Juniorenmannschaften eigentlich gleich spielen. Also, dass man eigentlich das System spielt in den Juniorenabteilungen, welches auch die erste Mannschaft spielt. Er hat das so von Bayern München übernommen. Wir sind derzeit dran, am Überlegen, inwieweit das wirklich jetzt so durchgesetzt werden soll. Wir stellen einfach fest, dass wir in den letzten Jahren aus der eigenen Abteilung immer wieder hervorragende Offensivspieler gewonnen haben für die erste Mannschaft, aber keine Defensivspieler. Das könnte damit zusammenhängen, dass in unseren Nachwuchsmannschaften alle besten Spieler aus der Region zusammengezogen werden, ab dem Alter von 8. Und damit diese Mannschaften eigentlich in 90% der Spiele darum spielen, 5:0, 8:0 oder 11:0 zu gewinnen. Womit natürlich die Defensive vermutlich weniger beansprucht wird. Aber das sind so Überlegungen, die wir uns machen, ob die wahr sind oder nicht, das kann man nicht beurteilen. Aber das setzt voraus, dass dass die Nachwuchstrainer also geschult werden? Ja. Wann setzt das ein, das ganze System? Mit 12, 13, 14 oder noch? Also wir haben bis zur U12 haben wir Amateurtrainer und ab U14 haben wir Profitrainer. Also U heißt immer unter, also U12, U14, also bis zu den 14-Jährigen sind es Amateurtrainer, nachher Profitrainer und die haben jeden Tag eine Sitzung. Und mit einheitlichen Trainingsplänen und. Ja. Aber können Sie da ins Konkrete gehen? Was ist denn da die Philosophie auf dem Platz? Mir kommt es vor, man schlägt den Ball nach vorne und Strehler und Frei machen es dann. Ja, das war jetzt gerade in den letzten 2-3 Jahren gerade das Gegenteil der Fall. Also man wollte eben nicht mehr den Ball nach vorne schlagen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Und ist doch wieder groß. Hat dann fast zu stur an diesem Möchtegern-Barcelona-System festgehalten, womit man auch wiederum den einen oder anderen Gegner uns als berechenbar erkannt hat. Also es ist noch schwierig, aber nein, das System ist ganz klar, wir wollen offensiven, attraktiven Fußball spielen. Wenn man 30.000 Zuschauer hat pro Woche, kann man nicht nur sich auf das Siegen konzentrieren, sondern wir müssen sie unterhalten. Das ist ganz zentral, heutzutage. Und der Favre hatte in der FCZ eine klare Fußballphilosophie. Man konnte den Ball lange halten, sehr viele Stationen wurden gesucht. Und dann kam der schnelle, tödliche Gegenstoß. War das ein System Favre? War das ein System FCZ? Oder war das einfach Zufall? Weil Instinktfußball wie Jamaili und Keita unter jedem Trainer so spielen würden? Nein, das stimmt eigentlich ja nicht. Wenn man anschaut, dass Keita nachher keinen Erfolg mehr gehabt hat, weil er in Spanien bei Mallorca versauert ist. Ich glaube, es ist genau das, was Benny Häuser gesagt hat. Man muss als Club ein Konzept geben. Aber man muss natürlich, wie jeder Firma, wo man eine Strategie definiert, die richtigen Führungsleute haben. Und das ist eben nicht nur der Trainer von der ersten Mannschaft, sondern man muss auch die Leute haben, die bei uns ist es aufgeteilt in Kinderfußball, Academy und dann eigentlich den Profifußball, wo die U21-Mannschaft mitspielt, nebst der Hauptteam, wo in der Nationalliga oder eben da heute Raiffeisen Super League eine Rolle spielt. Ich glaube, es ist ein Konzept, das man machen muss, aber es geht natürlich nicht immer. Und jetzt gerade momentan im Misserfolg
wenn man weiß, man kann dem Spiel keinen Stempel aufsetzen, muss man vielleicht auch zwischendurch mal andere Wege gehen. Und eben, wir sind momentan im Umbruch, heißt aber nicht, dass wir kein Spielsystem und kein Konzept haben. Also ist der Trainer doch wichtig? Ja, der ist wichtig, ja. Nein, der Trainer ist wichtig. Ich habe gesagt, er ist der wichtigste Mitarbeiter im Club und er führt eine hochkomplexe Gruppe. Hochkomplex, hochtalentiert und entscheidend für das Unternehmen. Der Trainer ist der Portfolio-Manager, aber ob ihm muss noch ein CIO stehen, der ihm sagt, was er strategisch zu tun hat. Und dann kommt, wie überall, der Verwaltungsrat oder die Geschäftsleitung. Aber der Portfolio-Manager ist eigentlich auch das Wichtigste, wenn man eine aktive Strategie geht. Und da wieder die Parallelität zum Fußball und zum Wiesengeschäft. Wenn ich nur ein ETF oder eine Passivstrategie wähle, dann brauche ich keinen Trainer. Wenn wir auf den Platz gehen, um 0-0 zu spielen, das könnte die Mannschaft auch alleine erledigen. Jetzt noch die letzte Chance für das Publikum. Ja. Ich möchte die Diskussion nicht entlassen, ohne über Regularien zu sprechen. In unserer unsere Branche ist zunehmend immer mehr reguliert. Die meisten Länder haben ziemlich scharfe Aufsichtsbehörden, die bis in gewisse Abläufe, Details schon hineinredet. Wie ist das mit dem Fußball? Wünschen Sie sich mehr oder weniger reguliert zu werden? Und wenn ja, in welchen Bereichen würden Sie sich mehr Einmischung von einem Regulator in dem Sinn wünschen? Es gibt ja zwei Bereiche, die bei uns reguliert sind. Der eine ist das eigentliche Spiel, die Spielregeln. Die sind fast schon heilig und sollten möglichst nicht berührt werden, über Jahrzehnte jetzt schon. Und das andere sind die Regularien, welche die Ligen aufsetzen. Es war schon die Rede von Financial Fairplay auf internationaler Ebene. Da sind wir in der Schweiz sehr stark reguliert. Also wir sind mittlerweile, wenn man die Lizenzierungsbestimmungen anschaut, dann ist das ein Dossier von mehreren hundert Seiten, welches ein Club jedes Jahr deponieren muss, damit er die Lizenz für die nächste Saison erhält. Also wir sind sehr stark reguliert, was uns genauso wie in Ihrer Branche nicht davor feilt, dass es auch schwarze Schafe gibt oder auch irgendwann halt ein Club durch diesen Rost fällt, wie im letzten Jahr, als ein Club Konkurs ging während der Saison. Und man im Nachhinein sagen muss, im Nachhinein sind wir immer klüger, man hätte diesem Club wohl gar nicht erst die Lizenz geben dürfen. Aber wo genügend kriminelle Energie existiert, ist auch die Möglichkeit, da Regularien zu umgehen, wie wir alle wissen. Ich wünschte mir ganz persönlich, aber auch im Interesse vom Fußball und vom FC Zürich, dass vielleicht die FIFA strenge Regulatorien einführen würde. Gerade wenn es um den Umgang geht mit jungen Spielern, weil teilweise ist das Sklavenhandel, was da Spielerberater machen. Man kriegt da zwar eine Lizenz, auch nur wenn man einen Ausweis macht, aber dieser Ausweis ist dann oft bei einem Anwalt deponiert. Und es sind ehemalige Spieler, die irgendwo einfach etwas damit machen. Weil gerade solche Themen, eben, es kann ja nicht sein, dass ein Spieler, wenn man mit ihm verhandeln will, auf einmal 10 verschiedene Berater auftauchen und sie eigentlich nur das kurzfristige, hoffentlich wenigstens kurzfristig Interesse eines Spielers suchen. Und da fließt sehr viel Geld und sehr viel Geld fließt auch da in falsche Kanäle. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass das auch Geldwäscherei drin ist. Das wird zum Glück, muss ja alles Geld über die Konti der Clubs gehen, wo man auch selber kontrollieren kann und auch die Hausaufgaben machen kann. Aber ich möchte natürlich nicht wissen, wie das bei einzelnen Fußballclubs im Ostblock sind oder auch in anderen Ländern, wenn wir wieder die Parallelität zuvor nehmen, auch in diesen Peak-Staaten. Also da dürfte vielleicht die FIFA als Großorganisation schon auch etwas eine stärkere Rolle übernehmen und vielleicht da etwas den Fußball, ich sage jetzt mal, etwas entsumpfen. Die letzte Chance für eine Frage. Gut, dann Abschlussfragen. Herr Häusler, wo steht der FCB in 5 Jahren? Bei 80 Millionen Umsatz? 100 Millionen Umsatz? Nein, das glaube ich eher nicht. Ich meine, wenn Sie jetzt fragen Sie mich doch, wo der FC Basel in der Rangliste steht, dann sage ich an erster Stelle. Weil am Schluss, schlussendlich mache ich diese Funktion oder übe ich diese Arbeit aus, weil ich einen Sportclub leiten möchte. Wenn Sie einen Ruderer fragen würden, wo er in 5 Jahren steht, würden Sie auch nicht fragen, verdienst du dann 1.000 oder 2.000 Franken? Ja, aber es ist sich so. In diesem Sport nicht. Es ist Fußball. Es ist Fußball und deshalb sage ich, die Umsatzzahlen in der Schweiz, die haben
von der Fantasie her ihre Grenzen. Und wenn wir uns in einem Bereich von 60 bis 80 Millionen bewegen, dann haben wir, sage ich schon, fast die Zitrone ausgedrückt, was der Markt hergibt. Also der FCZ hat Aufholpotenzial, kein eigenes Stadion? Eben, das wäre schon meine Antwort. In 5 Jahren stehen wir hoffentlich in einem eigenen Fußballstadion. Und wir hoffen natürlich, dass hier möglichst viele Bürger aus der Stadt Zürich sind, die da uns im nächsten Frühjahr bei der Abstimmung unterstützen. Dass nicht schon wieder ein Volksentscheid, der mal vor 8 Jahren gefällt worden ist, dann wieder umgestoßen wird. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiges Ziel. Und das Einzige, was ich mir wirklich jetzt heute wünsche, dass wir im 2017 ein Fußballstadion haben, das den Ansprüchen der heutigen Fußballwelt gerecht wird. Und dass wir wieder einen Bogen in die Finanzwelt schlagen können. Herr Gräber, wie befruchtet das wachsende Fußballengagement die Arbeit als Portfolio-Manager? Übt man sich in Geduld und Demut? Also Demut definitiv. Geduld, ich meine, ein Portfolio-Manager, wenn ein Portfolio-Manager keine Geduld hat, dann kann er auch keinen Erfolg haben. Er muss auch dort Wetten eingehen. Also deswegen, ich finde das eigentlich eine sehr, sehr schöne Symbiose, weil das Schöne am Fußballgeschäft ist, das Ergebnis kommt sofort und trotzdem soll man sich nicht vom kurzfristigen Erfolg oder Misserfolg blenden lassen. Aber ich glaube, was das Schönste ist in beiden Welten drin, es ist eine Passion. Und wenn man ein Geschäft betreibt mit Passion, ist eigentlich egal, was man macht. Und ich glaube, da an beiden Orten sieht man das Ergebnis und auf das muss man hinarbeiten. Mhm. Gut. Nur der Erfolgsdruck im Fußball ist größer.